So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2 Remastered. Und, cool. Ein Versteck. Eigentlich nicht, aber egal. Nice Fallen. Wir müssen noch eine leuchtende Leiche finden. Und etwa die hier. Na toll. Lol, die ist einfach Fallenstelle, geil. Ja. Yeah. Das war knapp. So, Geschütze. Er ist jetzt uns. Gehen wir mal noch rum. Aua! Was? Wo kommst du her? Tagebucheintrag, hören wir rein. Lärm wird mehr und mehr zum Problem. Diese Frau ist eine Kollektivistin. Hier in Rapture. Wie konnte der Rat das übersehen? Schlimmer noch, sie treibt ihre Patienten in einen religiösen Wahn. Bevor der Rat überhaupt merkt, was gespielt wird, entsteht hier ein neuer Kreml. Es muss etwas geschehen. Ich lasse nicht zu, dass meine Stadt von Parasiten verraten wird, in welcher Gestalt auch immer. Ich denke, es ist an der Zeit, Sinclair anzurufen. Jan, aber wir hören uns Geschichten an. Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Geil, wir behalten alles. Okay, kommen wir nicht ran. An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Diese verdammten Parasiten. Hier überall. Geld in der Schau liegt auch hier überall. Praktisch. Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber die Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Na so, was ist gefährlich? Parasiten. So. Segne ihn, segne ihn. Noch eine Cam. Safe, noch eine Kamera. Ich habe hier diese Alarmausschaltmaschine gesehen. Okay, wir sind wieder am Anfang. So, weiter am Anfang. Da, Parasit. Wir endlich im Kreis gelaufen. Was geschafft? Köpfe. Da. Haben wir noch Munition gefunden? Geil. So, Fallen. Safe, geil. Warte zuerst mal so noch. Geld. Uff, die sind hart. Nice. So, bevor der erstmal springen. Schwere Nieten. Ich weiß nicht, was schwere Nieten sind. Haben die viel mehr Schaden oder so? I don't know. Nee. So eine Puppe. Doppelchips. Hausautomat. Wiederbelebungsstation. Cool. Ja komm, nehmen wir einfach mit. Nehmen wir wieder Full Life. Ist sonst nichts mehr. Geld? Geil.
Gut, jetzt müssen wir die Leiche wiederfinden. Die ich irgendwo in Schicht gelassen habe. Ja. Ah, ich finde sie schon wieder. Ich finde sie. Oh, Blasmarin. Bringt zwar einen Scheiß. Hm. Alk, Alk, Alk. An der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Scheiß Parasiten, nicht meine Kinder. Okay, noch mehr Hände, Hunde, Hände, Hände, Hunde. Gut. Okay. Nice. Leiche. Und Tagebucheintrag. Hören wir rein. Als ich das letzte Mal nachgezählt habe, waren es 2 Wochen. 2 Wochen sitzen wir jetzt in diesem verdammten Park hier in der Falle. Viertel hat sich von uns abgesetzt. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Die Kinder brauchen all unsere Vorräte. Sie haben sie nötiger als ich. Ich weiß nicht, was werden soll. Ich werde immer schwächer. Die Kinder haben meinen Zustand natürlich bemerkt. Sie hören nicht mehr auf mich. Was passiert, wenn ich sterbe? Dann sind sie ganz allein. Ja, ein Gehschaden. Jetzt von einem Rückstoß. Erschläger. Man muss zuerst beide niedrige. Ja, okay. Ein Mechanismus. Nieten in heißglühenden Temperatur, bevor sie erschossen. Wesen bei wiederholt. Dann zum Akt. Der Bruder. Selbst wer die Spielsachen haben, Spielsachen. 18, nice. Oh. Arbeiten wir von Sinclair. Hören wir rein. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage was. Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Okay. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, wir werden im Kreis laufen und das war's. Gib mir das Kind, du Monster! Nee. Nee, da hinten war ja eine Leiche. Komplett am Anfang. Wir gehen echt. Preis, aber am Arsch. Oder? Nicht. Da geht's weiter. Da haben wir halt noch ein bisschen am Kreis sind wir dann gegangen. Wo ist sie? Da oben ist die Cam. Wo ist diese Scheißgeil? Okay, Hacken. Hacken. Nice. Da steht auch nichts, wie schwierig es ist. Oh. War das? Keine Ahnung. Witze, geil. Geld, Geld, Geld. Wie geht die Welt? Dr. Lab. Nächster Eintrag. Heute dritte Sitzung mit dieser unglaublichen Psychotante aus Europa, Dr. Sophia Lamb.
Sie sagt, Ryans Gerede von wegen orientiert euch an der Nummer 1 soll nur uns kleine Leute gegeneinander aufhetzen. Was wir bräuchten, wäre Einigkeit, Solidarität. Dann hat sie mir einen Spiegel vorgehalten. Und tatsächlich, ich trage meine Haare und meinen Bart wie Ryan. Also den Rest des Tages erzähle ich den Leuten von Lam. Und heute Abend rasiere ich mir den ganzen dummen Schädel. Wie das? Der Parasit ist unfähig, für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Geil. Kriegt Leute verraten und ab ins Gefängnis. Oh, Dollar, Dollar. Dollars, Dollars. Oh. Ist so. Hier. Und einen Eintrag hören wir rein. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Scheiße, hat mich verklebt. Wo ist denn? Ja. Jetzt sind wir wieder am Anfang, lol. Verdammt. Geil. Oh lol. Jetzt übersehen. Trinker, beim Trinken von Alkohol werden kleine Mengen Ivy wiederhergestellt statt entzogen. Geil, jetzt fangen wir an zu saufen. So. Jetzt macht Alk. Hielt uns und Ivy. Macht uns aber besoffen. Jimbo, ich habe einen kleinen Dating-Tipp für dich. In Sachen Mädels warst du immer eine Null, aber mit der Taktik läuft's hundertprozentig. Schnapp dir eine kleine und geh mit ihr in den Park. Geh zum Geschenkladen und kauf ihr einen Teddy. Das ist der Schlüssel. Dann, wenn's langsam spät wird, lad sie zu einer Fahrt in der Geisterbahn Reise zur Oberfläche ein. Und gleich nach dem ersten Mal erschrecken, hängt sie an dir dran. Und die Knutscherei geht los. Geil, die ganze Knutscherei. Ich glaube, hier war die Leiche. Ja, direkt am Anfang. Okay. Doch, hier. Oh. Zuerst einhören. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Gören, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Ja, mach mal. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Aua, aua, aua. Aua. Oh.
Hey, ehrlich jetzt? Oh, was? Alter, das kann mir doch kein Trailer erzählen. Boah, ey. Daddy, bringst du mich auch nach Hause? Ja, ja. Okay, alter Junge, wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte eine der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Ja, ja, wir hauen sie schon rein. Es ist brutal, wie viel es kostet hier. Ach, guck mal. Können wir wiederholen. Nieten. Da können wir ein paar doch noch einkaufen. Ballennieten. Holen wir auch ein paar mit. Geil, geil. Die Dinger sind geil. Oh. Ja, die sind leer. Hm. Ja, okay. Verbandskasten haben wir noch 3. Das ist eigentlich auch okay. Will der uns schicken? Paar Nieten. Oh, Buntmalstifte. Ah, das ist der Kunstscheiß. Ja, okay. Ob wir sind hier schon durchgelaufen, ne? Wäre doch viel einfacher. Wir sind zurückgelaufen. Wieso schickt er uns wieder hier durch? Also Tannenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist dein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es dein Leben oder ihres. Wir haben schon das letzte Mal alles gerettet. Dann retten wir jetzt. Wie machen sie dazu? Danke. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Ah ja. Hallo. Hallo. So, hau mir ab. Lass dich erlösen! Oh. Keiner Pisser, Dill. Ich muss sagen, es sind irgendwie... Ja, wir unter... Geld. Ne, wir brauchen Alkohol. Oh, Barbora Scheiß. Und wir sehen. Alk. Noch mehr Alk. So ganz. Er versucht uns zu sagen. Könnt ihr hier lang? Ich kann. Hoch, ja, aber. Der ist irgendwie weird. Keine Ahnung, wo er hin will. Ach, hier durch die Tür, ich depp. Oder? Cool. Automat, ja, ja, nee. Ich letztens noch beschwert, warum kann ich nicht alles mitschleppen und jetzt ist meine Muni wieder leer. Naja. So.
So schnell kann's gehen. Deswegen immer größere Taschen holen. Tauchen auch überall auf. Wie die fliegen, diese Mistkerle. Hier unten ist hier nichts mehr, ne? Ja. Jo, ist nichts mehr. So, wenn wir die retten, kriegen wir nach einer Zeit so oder so Geschenke. Das heißt, es sind bloß die auszubeuten. Was? Los, Choppers! Nehmt den Laden auseinander! Ja. Oh Mann. Ah, keine Scheiße hier. Das war knapp. So, Objekte kaufen. Gar keine Nieten schon wieder. Gar nicht. Kostet mich zu viel, diese Pisser. Nee, da lang. Hier lang? Hier lang. Verdammter Schrotthaufen! Du hast gut gemacht, nicht wahr, Edna? Alles, was du anpackst, wird zu Scheiße! Armselig ist es nicht wert, Füße zu waschen! Okay. Diese kleinen Wichser. Warum versteckst du dich vor der Erlösung? Läuft gerade rückwärts. Sag's dir. Nicht gut. Du wolltest unsere Stadt Eise. Also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Oh nice. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Schnauze, hol mir ein Tagebuch. Mehr Spaß. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadt. Huch. Was denn jetzt? Spiel. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.